So, der große Moment ist gekommen. Der Dicke kommt aus seinem Hauptständer. Man sieht, ich habe hier vorne 10 cm Platz nur. Und hinten auch nicht viel. Der rückt ja ein Stück nach hinten, wenn ich den jetzt da drauf wuchte. Ich hoffe, dass ich dann die Tür noch zukriege. Gucken wir mal. Also, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich schon sagen. Ja. Unten ist alles fertig. Probieren wir mal. Ja, stellen wir mal die Kamera hin. Alles gut. Ja, vielleicht noch ein bisschen zurück. Ja. Drauf sollte eigentlich machbar sein. Runter ist das Problem. So, ich ziehe mal lieber Handschuhe an. Hat man mehr Grip. So, die Teile. Problem hier, kommt das Ding so weit raus. Nicht gut, gar nicht gut. Oh, ich hab Muffen. Das Teil ist so schwer. Das Ding nicht da hoch. Keine Chance. Nochmal runter. Keine Chance. Nee. Keine Chance. Oh. Halleluja. Das wird nichts. Ich kann hier vorne nicht ziehen. Dann bleibst du hier stehen. Keine Chance. Nee. Das ist mir zu gefährlich. Das lassen wir mal lieber. Oder Frauchen muss hier hinten ziehen, dann geht es vielleicht. Aber so nicht. Keine Chance.
Puh. Nee. Mal gucken, Frauchen kann ja mal ziehen da hinten. Mal eben ausmachen. So, jetzt aber mit Verstärkung. Jetzt muss das klappen. Ach, ich muss das Handschuh ziehen. So, ich stelle jetzt gerade, dann da drauf, dann müssen wir ein Stück zurück, glaube ich. Sonst komme ich hier nämlich nicht wieder raus. Okay. Er steht so weit nach hinten, jetzt kriegst du die Tür nicht zu. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Doch, die geht zu. Warte mal, wir testen mal. Heureka, er steht. Gucken, ob das passt. Passt. Passt? Jo, hat Luft. Super. Super. Ast rein, danke schön. Bitte schön. Ach, warte mal, ich mal gucken, ob ich jetzt hier theoretisch drauf käme. Nee, wenn wir den da wieder runter, der ist ja noch höher jetzt hier. Du brauchst einen. Geh mal hin. Ein Zollstock da. Da brauchst du ein Höckerchen, um da drauf zu kommen. Bringst dir das wie Kaiser Wilhelm beim, wie Kaiser Wilhelm beim Pferd, ne? Ja. Was hat der denn jetzt für ein Widerriss? Widerrisshöhe. Nee, das ist ja jetzt Sattelhöhe. 94 oder? 94. Halleluja. Das gibt dann das Video im Frühjahr. Wenn ich dann noch wieder runterschiebe, oder wie? Ja. Ich glaube auch. So. Aber er steht ja so. Steht gut? So. Kannst du die Tür schließen? Ja, das geht. Gut. Die Kleine kriegst du ja auch raus. Alles ich will gut. Nur wissen, ob ich auf den Boden komme mit den Füßen. Nee. Ach, nicht, nee, das muss ich. Nee. Kommst du nicht. Da müsstest du mich jetzt runterschieben dann. Ja. Oh, Menno, was macht man hier alles? Das können wir ja vielleicht probieren, mit runterschieben dann. Das ja, ich habe hier vorne aber nur 30 cm, das muss doch schnell bei der Bremse sein. Ja, ja. Das machen wir dann, wenn er wieder runterkommt, das ist erstmal drauf. Genau. Super, alles gut. Tschüss. Lieber, Dankeschön. Oh, Menno, was war ja ein Akt. Ja. Ach, kann man das Rad drehen? Jo. Super. Wie sieht das vorne aus? Komme ich jetzt mit der Kleinen hier noch rein? Jo. Gut. Gut, gut, gut. Kann ich den jetzt hier an? Ja. Gut, gut, gut. Steht sicher drauf. Schau mal was. So, eine Seitenstange lasse ich ausgeklappt. Dann hier nach da. Wenn er dann fallen will, fallen. Gut. Gib mir zu. Prima. Also. Ja, Resümee, alleine für mich nicht schaffbar. Wie gesagt, er darf nach rechts keinen 2 Grad Übergewicht kriegen, dann liegt er da. So, gut, dann kann ich ausmachen. Bis Danny.